Ein Jüngling, den des Wissens heißer Durst nach Sais in Ägypten trieb, der Priester geheime Weisheit zu erlernen, hatte schon manchen Grad mit schnellem Geist durcheilt. Stets riss ihn seine Forschbegierde weiter, und kaum besänftigte der Hierophant den ungeduldig Strebenden. »Was hab ich, wenn ich nicht alles habe?« sprach der Jüngling. »Gibt es etwa hier ein weniger und mehr? Ist deine Wahrheit, wie der Sinne Glück, nur eine Summe, die man größer, kleiner besitzen kann und immer doch besitzt? Ist sie nicht eine einzige, ungeteilte? Nimm einen Ton aus einer Harmonie, nimm eine Farbe aus dem Regenbogen und alles, was dir bleibt, ist nicht, solange das Schöne all der Töne fehlt und Farben.« Indem sie einst so sprachen, standen sie in einer einsamen Rotonde still, wo ein verschleiert Bild von Riesengröße dem Jüngling in die Augen fiel. Verwundert blickte den Führer an und spricht: »Was ist's? Was hinter diesem Schleier sich verbirgt?« »Die Wahrheit ist die Antwort«,